ganzen Tür, die wir rein gemacht haben. Und wir wollen das schnell zeigen, wie das da dann kommt und wie es noch nicht aussieht. Das ist die Tür da, link auf der linken Seite. Kommt dann das Türchen rein da. Von innen her gesehen natürlich auf der rechten Seite. Das ist eigentlich klar. Und natürlich kann ich natürlich zuerst müssen studieren, wie das reinkommt. Es war nicht so einfach gewesen, dann da ausprobieren, wie es könnte kommen, wie das geht, wie das zusammen gemacht ist. Dann da schauen, wie es reinkommt, wo das kommt, wie weit runter etc., damit die Füllung nicht zu fest verletzt wird. Dann habe ich da schon angefangen rausschleifen, wie man hier sieht. Das ist noch gut gegangen da mit dem Bandschleifen. Und nachher hat man einen Bohrer geholt. Ich glaube, einen 12er Bohrer habe ich da genommen. Nein, einen Zapfenfräser, einen 16er Zapfenfräser. Ausgefräst, damit ich noch mit der Stichsäge reinkomme, um das Ganze ausschneiden. Da sieht man da, wir haben das ausgeschnitten, ist ein bisschen wüst. Wir haben das nachher mit dem Bandschleifer, also mit der Tellerschleifmaschine, wie sieht sie dort rechts oben. Und er hat nachher das schön können, zweckbröseln etc. Und hat nachher nur noch müssen, dass Hunde und der Katze gibt zum Montieren. Dann den Güsel zusammenräumen, versorgen wieder, zusammenwischen. Ja, es gibt halt alles immer ein bisschen Arbeit. Und nachher ist es dann so, hat es ausgesehen und die Türen ist eingehängt worden und man kann es doch einigermaßen anschauen. Ja, und schon war wieder etwas gemacht gewesen. Bis sich die Hunde das daran gewöhnen, das werden wir noch sehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.